Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Plants vs. Zombies. So, es geht weiter mit Beghoul'd Twist, also Minigames immer noch. Beghoul'd Twist. Ich bin mal gespannt. Also bis jetzt waren da echt schon lustige und coole Sachen dabei. Click to twist plans to make matches of three. Okay, dieses Mal mit Drehen. Aber nur nach rechts, wie es aussieht. Keine Ahnung. Boah, das checke ich gerade gar nicht. Ach so, aber trotzdem in der Reihe. Alles klar. Oh, okay. Ich dachte jetzt vier nebeneinander. Okay, Da wird es schwer, glaube ich, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Okay, also ich drehe immer entweder den oberen oder den unteren nach rechts. Und wir brauchen wieder 75 Matches. Hier einfach durch. Achso, geht. Das war doch mal geil. Und wir haben uns direkt die Fünfung geholt. Das hat schon ein paar Kombinationen kombinieren. Ich denke, man hat auch die Fünfung gewonnen. Oh man. Normalerweise sind doch hier dabei. Werden dann alle gedreht oder nur die, die dann auch halt nur darauf achten, wo sich was dreht. Müssen werden. Thank you.
Jetzt noch hier. Ah, okay, ja, klar, die Wagen ist noch immer noch. Ja, sag mal was, okay. Diese noch. Ja, dreht sich nur von links nach rechts. Also in der mit viel Geklicke, aber wir haben es geschafft. So, da ist die nächste Trophäe und Spiel Nummer 10 heißt Big Trouble Little Zombies. Eigentlich abgehen bis zur dritten Welle.
Augenbombs im Petto. Platt gemacht. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Und Level 11 heißt Portal Combat. Also das 11. Minigame. Portal Combat also. Und man hat es vielleicht kurz gesehen. The Zombies. Wir haben Ballons und wir haben Portale. Ja, gute Frage jetzt. Wo pflanze ich jetzt was? Ja. Keine Ahnung. Sieht mir doch aus wie ein Eingangsportal. Doch wo ist... Okay, hier geht er rein. Und wo kommt er raus? Ah, okay, alles klar, alles klar. Also, wenn ich hier reinschieße, kommt er da raus und... hier reinschieße, kommt er hier raus, richtig? Jawohl, okay, verstanden. Gott sei Dank nur zwei Wellen, sonst wird's halt sehr kompliziert. Also kann ich mir die beiden doch hier schenken eigentlich, oder? Schießen ja eh nicht. Eigentlich kann ich mir die beiden schenken. Cool. Wenn ich das weiß, dass ich mir die drei rein brauche, ist doch easy. Auto Relocating. Ah, okay, die ändern sich auch noch. Das ist natürlich nicht so cool jetzt. Dann hätte ich die beiden natürlich auch stehen lassen können gerade. Hätte ich das gewusst. Ich dachte, die bleiben so, die Portale. Kommt hier oben nicht gar nichts an, weil ich hier keinen habe. Beziehungsweise, hä? Okay. Komisch, das ist Mystery Style. Aber ich denke mal, ich werde nicht so viel kommen. Voll, was hier voll geht. Und sowieso, die Reihe hilft uns ja auch. Die Walnussreihe. Und jetzt haben wir unten gar keine Portale mehr. Oh.
jetzt schon gleich noch hier rein. Ist ja egal, das war. Was haben wir denn hier noch? Level 12 ist Column Like You See 'em. Hä? Okay, keine Ahnung. Was geht? Auf dem Dach? Okay. Ah, okay, 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 okay. Geil, geil, geil. Okay, geil. Geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Mit einem Klick habe ich hier eine Reihe. Und ja, ich sag nur Jalapeno, also wenn ihr 5 Jalapenos gleichzeitig abgehen, ist nein. Okay, jetzt
total scheiße. Aber was soll das denn? Was soll das denn? Heftig, heftig. So, und dann haben wir noch 8 Level übrig und die zeige ich euch in den nächsten Folgen. See you next time.